Der Kibbutz ist der Schweizer Schuh mit der weich elastischen Sohle. Egal ob beim Wandern in den Alpen, beim Joggen auf dem Kiesweg, beim Spazieren in der Stadt oder beim Arbeiten. Mit dem Kibbutz macht Laufen so richtig Spass. Die Bewegung wird durch die instabile Sohle ohne Aufwand in den Alltag integriert. Entwickelt hat der Luftsohlenschuh der Erfinder Karl Müller. Der Thurgauer Unternehmen holt die Schuhindustrie zurück in die Schweiz. Das trotz dem enormen Preisdruck der Billiglohnländer. Ja, mit der konventionellen Schuhproduktionsmethode wäre das absolut unmöglich. Wir haben dann, uns entschieden, den Sohlenbereich Hightech mit Robotern herzustellen. Also völlig einen neuen Produktionsprozess. Und auf der anderen Seite alles, was oben drauf kommt, manufakturmäßig, da ist sehr viel Handarbeit involviert. Die Sohle wird also fast ausschließlich von Robotern hergestellt. Die Hightech-Anlage ist bis jetzt weltweit einmalig. Wie auch die spezielle Luftsohle, mit der man fast durch den Tag schweben kann. Bis die Luftgrüsse alle Anforderungen erfüllt hat, haben Karl Müller und sein Geschäftspartner Markus Bartolet über Jahre hinweg getüftelt. Gut, die grosse Herausforderung ist, der Kibbutz ist eine weichelastische Sohle. Hätte. Und die weichelastische Sohle, die muss man trotzdem irgendwie schützen mit einer Haut rundum, die stark gegen Abrasion resistent ist und auch nicht wasserdurchlässig. Und das herzustellen, also die Beständigkeit zusammen mit dieser weichelastischen Eigenschaft, das ist die grösste Herausforderung gewesen. Mit der weichelastischen Sohle wird der Kibbutz zum bequemsten Wellness-Schuh. Während die Sohle mit der neuesten Produktionstechnologie hergestellt wird, muss die restliche Arbeit von Hand gemacht werden. Vom Aufspannen auf der Leiste, das Aufrauen vom Material, Klebstoff auftragen, die Schuhbänder einfädeln bis zum Finish und dem Verpacken ist alles Handarbeit. Bei den Spezialisten von Kibbutz sitzt jeder Handgriff. Die Fachkräfte, die hier im Schweizer Werk arbeiten, haben das Auge für Details und kennen die Eigenschaften der verwendeten Materialien bestens. So entsteht ein qualitativ hochstehender Schuh. Die Endmontage vom Kibbutz unterscheidet sich nicht wesentlich von allen anderen Qualitätsschuhen. Wegen der unterschiedlichsten Macharten der Modellpalette und der immer wieder wechselnden Mode lohnt sich beim Finish vom Kibbutz ein automatisierter Arbeitsprozess nicht. Handarbeit ist unumgänglich. Ich würde mal sagen, das sind sicher Dutzende bis über Hunderte von Handgriffen, die damit in der Schweiz gemacht werden, um den Schuh fertigzustellen. Das Kibbutz-Werk im St. Galler Rintal steht noch ganz am Anfang. Wenn es nach dem Schuherfinder Karl Müller geht, sollen hier schon bald jeden Tag Tausende von Schuhen produziert und in die Welt verschickt werden. Für die Angestellten ist diese Vision besonders spannend. Und das ist einfach eine wunderbare Situation, dass man ein ganz neues, innovatives Produkt jetzt wieder in die Schweiz zurückbringen will. Und mich freut das im Besonderen, weil ich ein gewisses Alter schon habe und eine schöne Herausforderung gesehen habe, indem ich jetzt hier das Werk mit aufbauen darf. Der Kibbutz, ein Schweizer Produkt, das mehr ist als nur ein gewöhnlicher Schuh. Der Karl Müller und der Markus Bartolet sind sich sicher. Dank der speziellen Sohle, der hervorragenden Qualität der Rohstoffe und der guten Verarbeitung wird der Kibbutz seinen Trägern viel Freude bereiten. Der Name Swiss Made ist natürlich schon eine Verantwortung, die wir auch wahrnehmen wollen. Und wir wollen perfekte, schöne Produkte machen, herstellen, die dem Kunden letztendlich auch die Freude geben, die er verdient hat. Schon bald wird es nicht nur heissen, dass die Schweiz die besten Jockey und die besten Uhren produziert, sondern eben auch die besten Schuhe. Dank der Kombination von Hightech und Manufaktur ist die Schuhindustrie wieder zurück in der Schweiz. Der Karl Müller geht einmal mehr einen anderen Weg als die Masse. Er setzt voll und ganz auf Swissness und glaubt an den Produktionsstandort in seinem Heimatland.